übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, gespannt. Was nun? Auf ein Wort. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing wieder hier vom Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Wie immer, es ist Beginn eines Monats, Beginn Mai, möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick auf den letzten Monat. Dann möchte ich Ihnen kurz berichten, woran wir gerade im Dialogzentrum arbeiten und natürlich, was Sie im Monat Mai von uns auf unserem Blog erwartet. Wir haben im vergangenen Monat, also im April, natürlich in der Regel von zu Hause im Homeoffice Beiträge für Sie produziert. Wir haben einen Lichtblick zum Alleinleben, ein kritisches Glossar zum Thema Psychose bei Demenz. Wir haben einen Podcast, es gab einen DNKP-Beitrag. Also sagen wir mal, die normalen Aufgaben des Dialogzentrums nehmen wir weiter wahr, wenn auch in anderer Form im Moment. Aber für uns ist das erstmal derzeit kein wirkliches Problem. Und wir können so arbeiten. Woran arbeiten wir im Moment? Im Moment arbeiten wir natürlich an unserer Tagung. Sie wird stattfinden am 4. November. Bis 100 Personen können teilnehmen. Auch noch in diesem Monat werden Sie sich für unsere Tagung anmelden können. Thema der Tagung ist, wie versprochen, das Team als Therapeutikum. Drei Dimensionen schauen wir uns an. Einmal, welche Rahmenbedingungen braucht ein geräumtes psychiatrisches Team, um vernünftig arbeiten zu können oder um überhaupt ein Team zu werden? Zweitens, wie konstituiert sich ein Team? Also wie wird aus einer Ansammlung von Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Couleur, mit unterschiedlichsten Disziplinen, mit unterschiedlichsten Berufen ein gutes Team, was zusammenarbeiten kann? Und natürlich der letzte Punkt, wie wirkt ein Team? Alles dazu demnächst in diesem Monat auf der Seite des Dialogzentrums. Die zweite Sache, die in diesem Monat für Sie bekannt wird, ist die Dialogzentrumsakademie. Ich hatte es mehrmals angedeutet und auch das werden wir in diesem Monat bekannt geben. Es wird eine eigene, also auf unserem Blog des Dialogzentrums, also auf www.dzla.de, werden Sie sich anmelden können für Seminare. Wir werden in diesem Jahr neben der Tagung im November noch im Spätherbst oder im Winter drei Seminare, Tagesseminare geben, Christian Müller-Hergel und ich. Zu denen werden Sie sich anmelden können. Vielleicht ganz kurz die Themen. Einmal geht es um Depressionen in der Gerontopsychiatrie, ist das eine. Persönlichkeitsstörungen im Alter ist das zweite. Und ein Seminar wird es geben, das werde ich machen, zum Thema Angst und Demenz. Zu allen drei Seminaren, die im November und im Dezember diesen Jahres stattfinden, werden Sie sich, wie gesagt, anmelden können, bis maximal 20 Personen pro Seminar. Ja. Kommen wir zum Wichtigsten in diesem Auf ein Wort. Was erwartet Sie im Mai 2020? Es wird am kommenden Donnerstag einen neuen DNKP-Post geben, also neue Post aus dem DNKP. Es wird einen Lichtblick geben zur Massage bei Demenz. Sehr spannend, den macht der Christian Müller-Hergel. Und es wird, wie alle drei Monate, einen neuen Forschungsnewsletter geben mit 15 neuen Studien, die besprochen werden. All das, das wird es am 19. diesen Monats geben. Da wird es ein kritisches Glossar geben zum Begriff der Häuslichkeit, zum Konzept der Häuslichkeit. Sehr spannend. Ich hatte das schon mehrfach in anderen Zusammenhängen angedeutet. Dann wird es natürlich einen Podcast geben, wieder am Ende des Monats. Und wir haben uns heute in der Teambesprechung per Video überlegt, dass wir zum Thema, also im Bereich Corona, Einsamkeit, kein Besuch im Altenheim, was macht diese Krise mit Menschen, die sowieso vielleicht traumatisiert sind, Persönlichkeitsstörungen haben oder ähnliches. Es wird also ein Haustheater geben. Das werden wir per Skype aufzeichnen. Christian Müller-Hergel und ich werden hierzu ein Haustheater machen. Wir kündigen das aber noch früh genug an. Das wird in diesem Monat stattfinden. Wir nehmen das am kommenden Montag auf und werden es dann auf einem Donnerstag im Monat Mai posten. Also ein Haustheater zum Thema, was macht das alles mit den Menschen, die sowieso schon angeschlagen sind. Ja, okay, also im Alter. Ich schaue gerade mal noch mal auf den Zettel. Genau, und natürlich, wie ich vorhin schon andeutete, im Monat Mai wird die Seite der Dialogzentrumsakademie an den Start gehen, also auf dem Blog
des Dialogzentrums wird es eine Seite geben mit den Ankündigungen und Möglichkeiten zur Anmeldung zu unseren Seminaren, unseren Ganztagsseminaren. Für das nächste Jahr planen wir zudem natürlich auch Online-Seminare, aber wir wollen sukzessive diese Dialogzentrumsakademie weiter ausbauen, um uns hier natürlich im Dialogzentrum auch ein Stück zu refinanzieren, denn derzeit werden wir ja komplett für diese Arbeit, die wir hier machen, vom DNQP bezahlt, von der Hochschule Osnabrück also. Und das ist sozusagen ein kleiner Teil, wie wir unsere Stellen hier sichern wollen, damit wir diese Arbeit, also den Wissenstransfer, so wie wir ihn derzeit machen, mit all den Kanälen, die wir machen, auch weiterhin für Sie kostenfrei zur Verfügung stellen können. So, was bleibt übrig? Passen Sie auf sich auf. Wir freuen uns sehr, wenn Sie die einzelnen Punkte oder unsere Postings diskutieren. Das ist noch ein bisschen wenig. Ich weiß, es gibt viele, die dazu auffordern, aber wir würden uns sehr freuen und würden gerne auf diese Art und Weise stärker mit Ihnen in Kontakt treten. Denken Sie auch an den letzten Podcast, hören Sie noch mal rein. Am Anfang mache ich ja immer diese Serie nur ein Gedanke. Dieses Mal habe ich etwas dazu gesagt zur Möglichkeit der Neutralität der Wissenschaft. Wie neutral kann Wissenschaft sein oder kann Wissenschaft überhaupt neutral sein? Fände ich spannend, wenn Sie sich dazu äußern. Schauen Sie noch mal auf unsere Homepage und auf unsere Kanäle. Alles geht aus von unserem Blog www.dzla.de. Also, schönen Gruß von mir zu Hause, schönen Gruß auch von den Kollegen Hensel und Müller-Hergel. Bis bald, am Donnerstag geht's ja schon weiter mit dem DNQP-Post. Wir hören voneinander und freuen uns darauf, Sie hoffentlich bald dann auch persönlich zu sehen. Bis dahin, tschüss. Auf ein Wort.